Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Kategorie, die ich mir so ausgedacht habe. Angespielt. Hier teste ich quasi einfach mal Spiele, damit ihr es nicht müsst. Also, ich gucke kurz rein, relativ ungeschnitten, sag ich mal, und man hat so einen ersten Eindruck von dem Game. Das ist so der Plan. Ich hoffe, euch gefällt sowas und ihr habt Bock auf solchen Content. Abo, Like, ihr kennt das Spiel bei YouTube. Nicht vergessen, das hilft dem Kanal immer ein bisschen und das ist schön. Gut, heute gucken wir uns Exo Primal an. Ein First Look, wie gesagt. Also im Prinzip geht es darum, wir müssen Dinos töten. Irgendeine interdimensionale Geschichte ist das. Die werden so in unsere Welt gebeamt und wir haben Exosuits. Das sind diese hier. Es gibt da verschiedenste Klassen. Wir haben die ganz normalen Kämpfer, sag ich mal. Dann gibt es Scharfschützen unter diesen und auch Tanks, die dann besonders viel abkönnen, aber ein bisschen langsamer sind. Man kennt das im Prinzip von anderen Spielen. Wir können verschiedene Module ausrüsten. Was so ein Game heutzutage haben muss, sind Microtransactions. Das gibt es also hier auch. Ihr könnt Skins im Shop kaufen. Für alle möglichen Waffen etc. Talismane, die man sich anhängen kann an den Kollegen, gibt es auch. Ein Emotes-Rad gibt es auch. Gucken wir uns jetzt nicht besonders näher an. Was ganz cool ist, ihr könnt in einen sogenannten Trainingsmodus gehen. Keine Tutorials, wir wollen einfach nur auf den Schießstand. Eigentlich eine ganz coole Sache. Hier kann man nämlich die ganzen Exosuits erstmal testen. Das heißt, man kann die auch umbauen und kann dann erstmal testen, ob das einem passt, so wie er ist, oder auch nicht. Das heißt, ihr seid jetzt hier drin, könnt dann halt erstmal ein bisschen rumballern. Den ich hier gerade habe, ist Deadeye. Das ist so der Standard-Anfangs-Nano-Suit, der Standard-Anfangs-Exosuit natürlich. Ja, hier könnt ihr erstmal alles testen. Zum Beispiel die Special-Fähigkeit, die man immer auf X hat. Das ist in dem Fall jetzt so eine Kanone. Die Exosuits haben auch immer verschiedene Schussmodi, also oft zumindest, wenn man aus der Hüfte schießt oder wenn man reinzoomt. Bei ihm ist jetzt zum Beispiel, ihr seht das hier, aus der Hüfte streut es ziemlich, wenn man schießt. So ist das Schießen relativ genau. Das ist so der Unterschied. Eine schöne Gewehrgranate hat man auch noch. So einen Block kann man noch aktivieren. Ja, das ganz coole an dem Game ist auch, dass man mitten im Kampf, ich gehe jetzt mal auf einen Tank, mitten im Kampf kann man den Exosuit wechseln. Also auch mitten im Match geht das. Der wird dann so rangebeamt. Eine coole Animation. So, jetzt bin ich hier im Tank. Ihr seht schon, der hat zum Beispiel jetzt keine Schusswaffe, der schlägt nur. Kann aber dafür ein Schild aufbauen, wo man von hinten durchschießen kann, aber von vorne nicht. So. In der Art. Er kann dann noch so einen Push machen, wenn man will. Noch eine Besonderheit von wegen Dinos ist, im Laufe des Spiels kann man sich einen sogenannten Dominator herbeirufen. Das machen wir jetzt mal kurz. Das kann man nämlich auch testen. Dann kriegt der arme Dino so eine Halskrause um und ja, wir können den dann steuern. Wie gesagt, das geht auch im Spiel. Er kann dann hier rumlaufen, so ein paar Attacken machen. Mal ordentlich rammen. Ja, so im Prinzip sieht das hier aus. Alles ein bisschen wild zusammengewürfelt. Es wirkt erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen random. Aber gut, mal zurück ins Hauptmenü. Ups. Die haben Nein nach links gemacht. Das macht doch niemand. Nein muss doch immer rechts sein, oder? Bei so einer Auswahl. Naja, egal. Also, Dino Survival, um die Story voranzutreiben. So, also im Prinzip kämpfen wir hier 5 gegen 5. Man kann jetzt allerdings auch einstellen, dass man bei der letzten Mission nicht direkt gegen das gegnerische Team kämpft. Das Ganze zufällig oder halt PvP, dass man am Ende gegen das gegnerische Team kämpft. Das machen wir jetzt natürlich mal. Mal gucken, ob wir gewinnen oder verlieren. Wie gesagt, ich spiele das Spiel zum zweiten Mal. Ich habe es mir natürlich vorher ein bisschen angeguckt, damit ich nicht so ganz unvorbereitet in dieses Video gehe. Aber im Prinzip weiß ich auch noch nicht so viel darüber. Wir nehmen jetzt auch Deadeye. Ihr seht, den habe ich auf Stufe 2. Ich habe ein Match mit dem gespielt, den wir eben am Anfang hatten. Das ist so der Plan.
und wir suchen mal ein Spiel. Beim ersten Mal habe ich gemerkt, das kann ein bisschen dauern. Es scheinen noch nicht so viele zu spielen. Aber wir werden schon ein Match finden, würde ich sagen. So, das ist jetzt quasi die Pre-Game-Lobby hier. Da ist Leviathan, die KI. Grob gesagt machen wir hier Kriegsspiele für den, damit er quasi den perfekten Exosuit erstellen kann. So, das ist so die grobe Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe. Ganz gut ist, dass man hier auch sich die Zusammensetzung aus dem anderen Team schon mal angucken kann. Und dann womöglich entscheiden kann, ob man sich vielleicht umentscheidet und einen anderen Exosuit nimmt. Wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal bei dem hier, weil mit dem habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt. Da weiß ich so ein bisschen, was Sache ist. Wie bei allen diesen Spielen ist es wohl so, dass man da natürlich die perfekte Zusammensetzung aus verschiedensten Exosuits wählen kann, damit das gut passt. Und man kann sich damit ein bisschen Erfahrung wahrscheinlich auch einstellen auf das andere Team. Wir gehen jetzt hier erstmal random rein und gucken mal, was so daraus wird. Er hat hier den Ninja-Typen. Es gibt halt, wie gesagt, Heiler und Tanks. Da ist das Gegnerteam, das sieht man jetzt immer so in Rot. Jetzt an einem Dinosaurierkampf des Teil. Exofighter folgt dem Wächter. Und man sieht dann, wie weit die sind in der Mission und wie weit man selber ist. Und am Ende kämpft man gegeneinander. Da haben wir schon einen Heiler, das ist auch gut. Ich bin Krieger, also geht's jetzt los hier. Und die regnen jetzt einfach so vom Himmel, die Dinosaurier, die man erlegen muss. Das muss man logischerweise, es ist ja ein bisschen kompetitiv, so gegeneinander schnell machen. So schnell wie möglich, logischerweise. Ich brauche noch so eine Granate. Unten rechts sieht man immer, wenn man so eine Fähigkeit benutzt hat von dem Exosuit, dauert es gewisse Zeit, bis sich das Ganze wieder auflädt und dann kann man sie wieder benutzen. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Wächter ist dieses türkis-lila Ding hier. Wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Tyrannosaurus herbeigerufen. So, jetzt kommen auch fliegende Dinosaurier, wenn ich das richtig verstanden habe gerade. Die machen wir mal schnell platt. Raptoren herbeigerufen. Dann kommen wieder Raptoren. Kriegen direkt mal meine Granate rein. Sie ist auf jeden Fall ziemlich chaotisch hier, das Ganze. Sie werden auch einfach so reingeworfen, die Raptoren irgendwie. So, jetzt sind wir zum Beispiel langsamer als das gegnerische Team. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen mehr beeilen anscheinend. Na komm. Nehmen wir mal die Fliegenden vor. Besser. Wo ist er? So. So. Wo ist er? Genau, das ist jetzt der ein bisschen bessere. Also nehmen wir mal unsere Mega-Kanone, Alter. Sehr gut. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team. Wir sind ziemlich nah beieinander, wie das aussieht. Es wird also ziemlich knapp. Eine knappe Nummer. Also wir hechten hier anscheinend immer von Kampfgebiet zu Kampfgebiet. Irgendwas muss ich verteidigen, alles klar. In der Nähe der Markierung und verteidige ihn. Alles klar. Wir bleiben in der Nähe der Markierung und verteidigen ihn. Oh, guck mal hier. Was ist das denn? Ein Kolibri oder so. Bereits Verteidigungsfortschritt 25%. Joa. Raptoren herbeigerufen. Die Raptires. Werden alle platt gemacht. Tyrannodons herbeigerufen. Wen? Sind wir die Fliegenden, glaube ich, ne? Ja. 50%. Alles. Also, es erinnert mich auch an. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Serious Sam von früher. Das erinnert mich ein bisschen daran. Oder man kann hier auch sozusagen.
Man kann ja hier sozusagen seine linke Maustaste auch fast festkleben. So ein Ding ist das. Da kommen jetzt wieder Fliegende. Auch noch. Es ist also ein heilloses Geballer hier. Der Dead Eye von mir hat dieselbe Idee wie ich. Oh, ich habe den letzten erschossen, glaube ich. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team. Also wir sind echt ziemlich gleich schnell, kann das sein? Auf zur nächsten Mission. Bereits Verteidigungsmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Alles klar, let's go. Den angegebenen Bereich verteidigen. Laufe zum Bereich in der Nähe der Markierung und verteidige ihn. Alles klar. Veteranodons herbeigerufen. Bereits Verteidigungsfortschritt 25%. Kaputtanosaurier herbeigerufen. Es ist schon richtig was los hier die ganze Zeit, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist schon auch so ein bisschen stumpf, das kann man nicht leugnen, ne? Bereits Verteidigungsfortschritt 50%. Ich glaube allerdings auch, dass man, wenn man das mit Kumpels spielt, da sich ganz gute Taktiken zurechtlegen kann, was so, wer Tank spielt und so weiter, wer Heiler ist, wer vielleicht Scharfschützen, also hier gibt es auch Scharfschützen, wo ich mir gedacht habe, okay, als Sniper hier, weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Man muss ja schon relativ schnell agieren. Aber wie gesagt, vielleicht kommt das alles, wenn man das Spiel ein bisschen besser kennt. Und da haben wir auch diese Verteidigung geschafft. Gucken, ob es die anderen schneller geschafft haben. Dein Team schließt Ziele langsamer als das gegnerische Team ab. So, jetzt kommt, glaube ich, der nächste. Aber wir auch. Schnell, um die Leistungslücke zu schließen. Achtung, es folgt die letzte Mission. So, jetzt kommt nämlich der PvP-Teil auch. Das heißt, jetzt genau, müssen wir den Datenwürfel transportieren. Das ist so ein bisschen wie bei Overwatch zum Beispiel. Wenn man in dem Bereich ist, bewegt er sich vor. Ist der Datenwürfel zerstört, bleibe in der Nähe, um ihn zu reparieren. Eskortiere den Datenwürfel in der Nähe, um die Mission abzuschließen. Jetzt müssen wir gucken, wo die anderen sind. Auch. Das war ein guter. Mal darauf achten, wo die anderen sind auch, weil die kommen auch mal ins Spiel irgendwann. Wann und wie, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber... Ja, mein Frechdachs, der hat sich ja angeschlichen. Was ich eigentlich machen könnte... Genau, hier oben auf den Würfel. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels 20%. Ich verstehe gerade nicht so ganz, wo die anderen sind beim letzten Match. Ab und zu mal. Dominator wurde für dein Team erschaffen. Übernehme den Dominator einen Dinosaurier und greife die Gegner an. Ich habe dem Gegner einen Dominator bereitgestellt. Der kann mit einem feindlichen Dinosaurier angreifen. Ich weiß nicht, ob ich komme, ich aktiviere den mal. Veteranodons herbeigerufen. Warum kann ich ihn nicht aktivieren? Da ging's. So, wollen wir mal gucken. Was ist passiert? Okay. Keine Ahnung, was das war. Oh, mal ein bisschen rumdominieren hier. Ah, guck mal, da sind die Feinde jetzt. Oh. Okay, das war jetzt nicht so besonders hilfreich und gut. Ja, das ist halt die Lernkurve, die man in so einem Spiel hat. Keine Ahnung, wie man den richtig benutzt, aber okay. Sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen weiter vorne als die.
Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels beträgt 60%. Wir sind ein bisschen vorne, Wir müssen jetzt einfach nur... Traktoren herbeigerufen. Einfach nur vorne bleiben, let's go. Also bei der letzten Runde, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen mehr mit den Gegnern zu tun auch. Ist jetzt in dieser Runde irgendwie nicht so. Konnte man halt auch die anderen Gegner zerstören und erschießen, sodass die den Fortschritt logischerweise dann nicht so schnell machen. Ah, da hinten sind sie. Nochmal meine Spezialwaffe, so. Wie gesagt, jetzt haben wir hier so ein PvP-Teil auch. Das gegnerische Team ist in der Offensive. Schlage zurück. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels beträgt 80%. Ein ausgeglichener Kampf. Der Sieg ist nah. Kann ich den Datenwürfel eigentlich zerstören? Oh, warte mal. Eine Spezialaktion. Ich habe 3 von denen erwischt. Diggi! Der Datenwürfel wurde zerstört. Lande in der Nähe, um die Reaktivierung zu starten. Haben die einen Dominator? Den müssen wir natürlich schnell zerlegen am besten. Oh, er hat mich erwischt. Jetzt müsste ich natürlich mal eben revived werden. Das wäre ganz gut. Kollegen. Naja, ich kann in 5 Sekunden eh wieder einsteigen. Aber wäre natürlich ganz gut gewesen, wenn die mich wiederbelebt hätten. Haben sie nicht. Was willst du machen? Ja, ich bleibe weiter bei meinem... Bereit zum Wiedereinstieg. Ja, bitte. Hallo. Ja. So. Geht doch. So. Der gegnerische Datenwürfel hat einen Fortschritt von 90% erreicht. You're not going anywhere. Mal wieder beleben meinen Kollegen hier. So, da haben wir eine. Der Datenwürfel hat das Ziel erreicht. Vorbereitungen für den Lufttransfer des Datenwürfels werden gestartet. Schnellere Vorbereitung der verbündeten Exofighter in der Nähe des Datenwürfels. Setze die Eskorte des Datenwürfels fort. Mal deren Datenwürfel erstmal kaputt schießen hier, Alter. Datenwürfeltransfervorbereitung 60% abgeschlossen. Alter. What the hell? Okay, die hat anscheinend schon ein bisschen mehr gespielt. Der Death Knight 440k. Holt mich einer zurück? Holt mich einer zurück? Mich holt keiner zurück. Okay, dann steigen wir wieder ein. Ja, immer ein bisschen weiter hinten. Damit man natürlich auch einen kleinen Nachteil hat, wenn man wieder einsteigen muss und nicht wiederbelebt wird. Dann sind die da natürlich ein bisschen... Den haben wir ordentlich zerlegt, würde ich mal sagen. Den haben wir auch. Wow. Okay. Ja, das ist das Problem, ne? Wenn man so ein Spiel dann nicht häufig spielt. Ich könnte jetzt natürlich meinen Anzug wechseln, aber wir bleiben jetzt erstmal dabei. Wie gesagt, das kann man immer während der Mission auch machen. So wie ich das verstanden habe. Wir probieren das einfach jetzt mal. Und zwar nehmen wir jetzt mal hier so einen, den Krieger-Tank-Typen. Disengage. Der Datenwürfel ist schwer beschädigt. So. Der Datenwürfel wurde zerstört. Jetzt haben wir hier so einen Tank mit Gewehr.
Murasames Klinge wird mit jeder erfolgreichen Defensivaktion stärker. Kampftest abgeschlossen. Du wurdest besiegt. Nee, wir haben echt verloren. Sind verpflichtend für Exofighter. Behaltet eure Ziele im Auge und das ist jetzt natürlich ein bisschen wild, weil wir die ganze Zeit eigentlich vorne lagen. Okay. Leicht enttäuschend. Aber naja, okay. Ich sag mal so, das war eine Runde Exoprimal. So oder so ähnlich läuft das ab. Jetzt haben wir hier natürlich noch eine Siegerehrung. Ich gehöre leider nicht dazu. Aber was willst du machen, ne? Ja, wir haben leider verloren. Aber wie gesagt, so kann man sich natürlich dann an das Spiel gewöhnen. Muss halt gucken, welche Exosuits da am besten sind. Natürlich ist es besser, wenn man zusammenspielt und sich gegenseitig aushilft und hilft. Und vor allem am Ende bei der PvP-Sache ist natürlich übertrieben wichtig, auch einen Heiler zum Beispiel zu haben, etc. pp. Und einen Tank mit Schild, der das so ein bisschen abblockt. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen chaotisch, um da irgendwie einen ordentlichen Plan zu erarbeiten und zu bauen und zu machen und zu tun, ne? Ja, ich hoffe, euch hat es bei der Entscheidung geholfen, ob ihr das Spiel gut findet und mal ausprobieren wollt und mal kaufen wollt oder nicht. Das war auf jeden Fall eine Runde Exoprimal. Wie gesagt, wenn ihr so angespielt Videos weiterhin haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal und liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.